Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Zeit, euch frisch zu machen. Ich sitze hier nach wie vor in meinem guten, alten, inzwischen gekrusteten Angstschweiß. Und damit herzlich willkommen zurück bei Layers of Fear, dem vermutlich letzten Teil. Zumindest starten wir im Atelier. Also da, wo das Main Game angefangen hat, sind wir auch inzwischen im DLC angekommen. Und ich würde sagen, ach so, das Allerschlimmste und Wichtigste. Unsere Taschenlampe ist weg. Ja. Und mit dieser fantastischen Erinnerung starten wir ins Game. Kann ich hier nicht irgendwie... Warte mal. Sekunde. Oh, da war aber eine Kerze, die hätte ich doch mitnehmen können. Wenigstens ein bisschen Licht. Traumhaft. Boah, Junge. Oh. Ach du meine Güte. Das ist aber... Das bedeutet aber auch, wenn jetzt die... Ich nenne es mal unsere schlechte Hälfte nochmal kommt. Dann hilft wirklich nur weglaufen. Ach du Scheiße, ey. Also jetzt wird's aber wahnwitzig. Also sieht super beeindruckend aus. Ohne Zweifel. Und, also ich raff das erst gerade schon wieder, dieses Babyface. Warum? Was ist mit diesem Babyface? I'm sorry for the late answer. These letters are hard to read for me. I don't sleep, because I'm thinking about you and your misfortunes. I need a break after each letter. And when I come back to it, to write the answer, there's always a matter of deciphering. Your handwriting. I'm sure you know it's not as beautiful as it used to. Achso, ich erwarte immer, dass auch deine ewige Freundin Beatrice, Jill Spy, Spee, wie auch immer, dass das noch vorgelesen wird, aber... Und was fällt ihr überhaupt ein, meine Handschrift zu kritisieren? Entschuldigen Sie mal bitte. Wo atmet es denn hier? Also. Boah, Leute. Aber es ist auf jeden Fall ordentlich viel Quadratmeter, ne? Also das Haus. Stürzt das gerade hinter mir ein? Nee, oder? Also, ein Teil schon. Ach du Kacke. Yesterday I was woken up by, I think, the most terrible sound I've ever heard. Like a sick cat being slowly strangled. It took me a long time to realize it was the violin. She picked it up and tried to play. I think there's no coming back for her. Ich kann aber auch ruhig mal ein paar aufmunternde Worte vielleicht. Oh Gott. Nicht so weg hier. Ich leg mal den Speed ein. Also, ihr merkt es vielleicht kaum den Unterschied. Das hier ist langsam. Das hier ist schnell. Situation is very hard for your child. Maybe you should spend less time with her. I know it's painful, but I believe it will be for the best. You both need time. Ja, wir brauchen alle Urlaub danach. Was? Oh Gott. Wo geht's denn? Ach, hier geht's weiter. Ach, hey, Jemine. Was? Achso. Bin ein bisschen besorgt, dass das hier auf Zeit geht, aber ich glaube, es ist einfach, wenn ich davon weggehe. So. Sind das jetzt wir oder die Tochter? Das sind ja wahrscheinlich wir, ne? Weil da hält sie ja ein Kind in der Hand.
Sometimes I think she changed too much. That this is not the person I loved. That this is not a person I could ever love. Das Bild hat sich verändert. Ich wusste es. Boah, das ist, glaube ich, der fieseste Zwischenstand von diesem Gemälde. Boah, das sieht so, so fies aus, als hätte man einfach wirklich da die Haut abgerissen. Boah, boah. Nix wie weg hier. Das ist überall das Gleiche. Abhauen. Einfach abhauen. Erstmal ins Badezimmer. Schatz, wo ist die Decke? Moment mal, ist hier nicht vielleicht auch ein Zettel? Nee, sie... Ah, doch. If you refuse to take on recommended treatment and visit my facility, I'm afraid there's nothing I can do for you. Robert Richards. Okay, ja, Fenster zu. Gute Idee. Wir haben genug gelüftet. Oh, lecko mio. Hätten wir auch hier lang gehen können? Alter, wie das... Also, das ist ja so geil inszeniert, das Game. Gott, das ist so stockduster. Ich sehe gar nicht, wie das da runterfällt. Komm hier. Die sind schwerfällig, die Gute. Was ist denn, wenn wir hier hochgehen? Wo kommen wir denn dann hin? Hä? Alternativroute freigeschaltet. Ah, nee, okay. Das hätte... Ja, wir hätten von einem anderen Ort aus wahrscheinlich. Am Ende kommen beide Wege dann hier an. Gut, gut, gut. Muss man ja mal überprüft haben, ne? Wir wollen ja nichts verpassen. Auch wenn wir wahrscheinlich schon ganz viel verpasst haben. Oh, uns wird der Spiegel vorgehalten. Hoffentlich sind wir kein Vampir. I don't think you fully understand your condition. You have been in a terrible accident and you are, to be honest, lucky to be alive. Not to mention writing letters, demanding of your body to come back to normal. To be healthy is like demanding a broken mirror to fix itself. You're doing great progress and you're healing. But I'm afraid things won't be back to normal. No doctor on earth can make the pain go away. I'm truly sorry to tell you that. But you will have to learn to live with it. Warum hat er denn den Schmerz beheben? Also geht's da um den psychischen Schmerz oder um den physischen? Ich hab so viele Fragen. Ich meine, es ist ja wohl in diesem Brand passiert. Und Brandwunden, also Leute, ne, stellt euch nur mal vor, wenn ihr euch irgendwie fies an kochendem Wasser oder irgendwie an der Pfanne verbrannt habt. Das tut noch einige Tage danach immer noch weh. Und wir reden hier von einer winzig kleinen Brandwunde. Ich glaube... Das ist hier ein ganz, ganz anderes Level. Oh nein, 7 Jahre schlechter Sex. Oder Unglück? Ich weiß nicht mehr. Alles. Ich hoffe, du wirst einen Tag. All my life, I was told to strive for perfection. I didn't strive, I achieved it. I was the most talented musician, the most inspiring muse, the most caring mother, the perfect wife. I never accepted my own weakness as an excuse. And then it caught up to me. Now there is no coming back, the life we had. There's no use. How could they understand it if I don't? I think I just need something that will work. I need this to end. There is no coming back to the perfection I once had.
No coming back to chaining myself into the roles people want me to play. No coming back to crushing my soul under others' expectations that I think are my own. There will be no coming back here. I'm ugly. I'm disabled. I'm useless. I'm free. Ich muss zugeben, das habe ich jetzt. Also es hat mich. Ich habe viele Fragen. Sind wir nicht ursprünglich als die Tochter zurück in das Haus gegangen? Und jetzt ist aber die Mutter am Ende hat das Haus verlassen. Also viele Fragen. Okay, sie hat Alone auf diesen Zettel geschrieben. Also sie ist offensichtlich nachvollziehbarerweise mit ihrer Situation sehr, sehr unzufrieden. Ich meine, sie hat halt wirklich schlimme Verletzungen davongetragen und geht aber ein bisschen sehr hart da rein. Also, ist immer einfach zu sagen. Ne? Aber ich meine, sie war doch mal sehr, sehr gute Musikerin. Die kann doch bestimmt andere Musiker ausbilden oder irgendwie dabei helfen. Die hat doch immer noch ein gutes Gehör. Irgendwie sowas. It was done. He finished it. Achso, das ist von dem ersten Ding. Und ich frage mich halt jetzt immer noch, was mit der Tochtersache ist. Und vor allem, gibt's jetzt hier noch was mit der Autorin zu erkunden? Weil die Geschichte der Autorin ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Da kommen wir nach wie vor nicht rein. Und hier ist auch schon wieder. Also. Hier sind doch Sachen im Gange. Hm. Ach, schon wieder das Messer. Jedes Mal. Ich habe mit meiner Vocation als Artist und. Reading about struggles helped me greatly in arriving at a decision. Ich weiß gerade nicht, ob wir das schon mal gelesen haben, aber ich glaube schon. My palate was sated, nostrils stimulated, standing, venerated. Ja, das hatten wir definitiv. Dann schieben wir das hier nochmal zur Seite. Bastards! Das wiederholt sich alles. Ich telefoniere jetzt nochmal. Da muss es doch auch noch irgendwas geben. You sick fuck! How dare you! Ah, hello. It is always good to hear from one of our writers. Bring him back! I'm afraid it's not possible at the moment. You know where I'm at, sad man? I'm at your precious lighthouse! Yes, I am aware of that. Don't interrupt me! I'm at the lighthouse, and I know how to hurt your precious queen. I know how to break that pact. So either you bring him back, or I'll show you what I can do with words! I will warn you that it is a fruitless endeavor. I don't give a fuck about your warnings! I will destroy her. I will get him back! I will write my own story! Gut. Wütend aufgelegt. Hat sich hier irgendwas getan? Nö. Thought you got me? Well, guess what? I can write without you. I always could. Oh, bevor wir das machen, gucken wir noch mal ganz kurz hier. Sekündchen. Ja, hier auch. Geht auch schon wieder alles zu Bruch? Immer das Gleiche? Ich will trotzdem einmal ganz kurz schauen. Nicht, dass wir hier irgendwas. Hier kommt jetzt wieder gleich der Schrei wahrscheinlich oder sowas. Ja. Aber hier ist alles same, same. Ja. Was war das für ein Sound? Ach ja, genau. Einmal den Brief hier noch einsammeln. So, müssen wir nicht nochmal lesen. What the fuck? Gut. Dann wollen wir mal gucken.
Geh da nicht so nah ran. Warte, was? Haben wir das Bild jetzt eingepackt, oder was? Aber warum? Oh, die Musik ist gar nicht... Oh, shit. Oh, fuck. Oh, scheiße. Ah, sehr schön, hat sich selber abgehangen. Sehr zuvorkommend. Warte mal, können wir die Tür jetzt öffnen? Nee? Okay. Oh, der Generator ist... Oh Gott. Ach du Kacke. Wir müssen hier lang, oder? Oder müssen wir... Wohin muss ich? Alter, diese Musik! Ich gehe erst noch kurz in den Keller. Halte ich für die einzig vernünftige Entscheidung. Du kannst mir gar nichts, du alte Schnepfe. Ja, ja. Lass du mal deine Holzbalken hier regnen. Ja, das hatten wir aber auch schon, dass dann da oben gestampft wird. Okay. Hätten nicht hier runter gemusst. Ich dachte, ich guck trotzdem mal. Alter. Muss das denn sein mit dieser Akustik? Dann wollen wir mal gucken. Ich will mich nicht umdrehen. Das macht alles nur noch schlimmer. Hält das nicht aus. Hier muss das hier immer noch so flackern? Oh, was für eine verdammte Kacke, ey. Ich flipp aus, dieses Flackerlicht macht mich wahnsinnig. Wo muss ich denn jetzt hin? I think I always loved how broken you are. Ja, das hatten wir ja alles schon. Also. Ja, auch das hatten wir. Müssen wir jetzt nochmal in den Keller? Oder habe ich irgendwo ein Bild übersehen? Alter, hör doch mal auf mit deinem Geflacker. Können wir die Glühbirne einfach rausschrauben? Das ist ja schrecklich. Oh, ich krieg die Krise. Ist hier nochmal irgendwo ein Bild? Oh, dann schreiben wir doch mal mit, ich meine, hat sie am Telefon gesagt, mit Worten. Let's get this over with. Ach du Scheiße. Was stand da gerade? Die Geschichte der Schauspielerin? Was ist denn jetzt noch? Aber wo sind wir denn jetzt? Das ist ja definitiv nicht mehr das Haus. Ein Baumhaus? Ist das vielleicht... Ach, okay. Ja, Schiff. Stimmt. Ich hätte jetzt auch Schiffsvibes hier bekommen.
Ist es fein. Oh man, wenn er jetzt hier die neuen Tutorial-Sachen erklärt. Was passiert denn hier?